Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer und hier wieder eine neue Ausgabe von Ingos Promis. Heute zu Gast eine ganz liebe Kollegin und auch Freundin Julia Gerhardt aus Düsseldorf. Hallo Julia, ich begrüße dich ganz herzlich hier bei mir in der Sendung. Hallo Ingo, wurde ja auch mal Zeit, dass du mich hier in deine Scheißsendung einlädst, ne? Bitte? Was für eine Sendung? Wir machen weiter. Ja, schön trotzdem, dass du hier bist. Ja, aber einen anderen Ton vielleicht. Also, schön, dass du extra aus Düsseldorf hierher gekommen bist. Und ich freue mich auch wirklich sehr. Ja, muss ja auch jemand Vernünftiges mal vor die Kamera hier, ne? Ja, dass du gut bist, wissen wir alle, aber andere sind auch nicht schlecht. Gut. Julia, was dich wirklich auszeichnet ist, du bist ja während der Serie, Zuschauerinnen und Zuschauer kennen dich ja, als die Schulschönheit Cheyenne. Jetzt habe ich dich ein bisschen gebauchpinselt, ich hoffe, das tut dir gut. Du hast ja die Schulschönheit gespielt. Aus welchen Gründen bist du eigentlich aus der Serie ausgestiegen? Das war mir alles zu billig. Also ich bin für Hollywood gemacht und krass Schule, also das entspricht ja jetzt wirklich nicht meinem Talent, ne? Das ist doch jetzt alles nicht dein Ernst gerade. Wir lassen es weiterlaufen, weil irgendwo ist das ja auch Journalismus. Das ist dein Ernst. Du bist für Hollywood gemacht. Ja, klar. Also ich meine, guck mal, vergleich dich mal mit mir. Das ist doch klar, dass du da so lange bleibst, ne? Ich bin auch schon lange nicht mehr da. Also bei Kassul. Außerdem, in Hollywood, nicht böse sein, ne? Da gibt es genug sehr, sehr gute, talentierte Schauspielerinnen. Da wirst du wahrscheinlich nie den Durchbruch schaffen. Aber erklär mir doch mal bitte deine aktuellen Projekte. Was machst du gerade? Das geht dich absolut nichts an, Ingo. Also wirklich nicht. Da kann ich auch nicht drüber sprechen. Das ist alles so hochwertig und so. Da sind so viele Vertragsauflagen. Darüber kann ich nicht sprechen. Wäre ich nachher verklagt auf 500 Millionen Euro. Ich habe gerade das Gefühl, das ist irgendwie so. Du nimmst das irgendwie nicht ernst, ne? Kann das sein? Doch, total. Also. Ist halt, ja, wer guckt das? Drei Menschen? Wundert mich sowieso, dass du mich hierher eingeladen hast. Weil ich dich gefragt habe und du ja gesagt hast, aber ich hätte nicht erwartet, dass du hier so patzig auftrittst. Wieso denn patzig? Ich bin ehrlich. Und natürlich. Das ist doch das, was die Leute immer sehen wollen. Du kannst es ja nicht so gut. Was? Was kann ich nicht so gut? Ja, natürlich sein. Alles, was du machst, ist so aufgesetzt. Was ist das denn? Deswegen krass Schule, ne? Wahrscheinlich. Ja, das ist ja vorbei und es geht hier auch jetzt nicht um mich. Ich stelle hier die Fragen, ich habe dich eingeladen als Gast. Normalerweise würde ich jetzt wirklich abbrechen. Aber letzten Endes, wenn du meinst, du müsstest jetzt hier die Oberzicke raushängen lassen, dann weiter. Deine neue Schauspieltechnik, die du ja gerade am Erlernen bist oder erlernt hast, würdest du so gnädig sein und das den Zuschauerinnen und Zuschauern mal erklären? Oder ist es unter deinem Niveau, das zu erklären? Das ist unter meinem Niveau, das zu erklären. Das müsstest du auch eigentlich wissen, weil die habe ich schon 50 Mal erklärt und du hast es immer noch nicht verstanden. Eigentlich muss ich jetzt abbrechen an der Stelle, ne? Das heißt, du hattest ja zwei Versuche. Wenn du hier weiter so rumzickst, überlegst dir gut. Die Kamera läuft weiter und wir strahlen das aus. Ja, können wir gerne machen. Neue Art der PR. Ja. Ich bin super. Also, wenn wir wegen dir abbrechen sollen, dann kein Thema, habe ich kein Problem damit. Aber ich bin gut. Das ist wohl eine neue PR-Masche, keine Ahnung, dass man sich halt jetzt immer irgendwie so wie so Klaus Kinski, ne? Hauptsache Rampel, die Bambel auffallen und frech sein und beleidigend wirken und das ist dann die Werbung oder was für dich jetzt? Du hast anscheinend keine Ahnung, wie es hier in dem Business läuft, oder? Ist jetzt schon langsam zu blöd, sag ich dir ganz ehrlich, ne? Du bist selbst dann schuld, wenn das gesendet wird, dann die Sympathien sind bei mir, weil ich hier jetzt hier Opfer bin. Ah ja, also diese Arroganz. Gut, meine lieben Zuschauer, dann werde ich die Sendung ab jetzt übernehmen. Der Ingo ist sich ja anscheinend zu fein dafür. Wir könnten hier hinten noch ein bisschen die Spitzen machen und dann... Ingo! So, das war jetzt ein kleines Schauspiel von der... Ich geb's dir wieder. Ist ja nicht meine Sendung. Das haben wir eben natürlich gespielt und manche, die uns gut kennen, die werden sagen, ach schau, die spielen gerade ein bisschen, ne? Man weiß es nicht genau, aber das gehört auch dazu, dass wir einfach mal versucht haben, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auch mal was zu spielen, ne? Mal so. In diesem Sinne, einen schönen Tag, schöne Woche, einen schönen Monat, bleiben Sie gesund und ich freue mich dann auf die nächste Sendung und auf den nächsten Beitrag. Julia, danke dir für den Besuch. Mach's gut. Danke, dass ich hier sein durfte. Machst du auch gut. Wir zwei schaffen das schon. Okay, tschüss.
Die heimische Firma Schäfer ist seit 1978 in der Autobranche tätig. Wir betreuen die unterschiedlichsten Fabrikate mit unserer über Jahrzehnte gesammelten Erfahrung. Besonders natürlich bei unseren Kernmarken BMW, Mini, Hyundai und Kia. Das Team von Schäfer Automobile freut sich auf Ihren Besuch in unseren Werkstätten in Usingen und Weilburg. Autokauf und Verkauf ist Vertrauenssache. Und eine gute Beratung, Erfahrung, Service und Fairness gehören natürlich dazu. Wenn Sie Ihr Auto verkaufen wollen, sind wir die richtigen Ansprechpartner. Schauen Sie rein bei www.autoankauf-hessen.com oder besuchen Sie unseren Showroom in der Frankfurter Straße in Weilburg. Samu, dein Text lautet Hart-, Mittel- oder Weichersitz, ja? Ja, ja. Hart- mit Weicheisitz. Und Top-Kopftalverstellung inklusive. Weiß schon. Top-Hopgasstellung inklusive. Egal. Das Wesentliche ist zu sehen. Interliving. Möbel für mich gemacht. Der echte Grillfan grillt bei jedem Wetter. Aber am meisten Spaß macht es im Sommer mit den leckeren Grillspezialitäten direkt vom Heidehof Sippel. Wir haben für die Grillsaison genau das richtige Fleisch. Achten auf Qualität, denn Qualität kommt aus der Region. Genießen Sie Fleisch und Wurst mit reinem Gewissen und besuchen Sie den Hofladen Sippel auf dem Heidehof oder die Filiale in Braunfels in der Borngasse 54.